Hashtag Gold. Hashtag Gold steht vor dem Finale, meine Damen und Herren. Wir haben 5 Boxen aufgemacht. Majestäter Drachen. 2-mal die Collector Remaster GX Edition aus dem Jahr 2017. Und 1-mal Ultra Shiny GX. Heute wird diese Ultra Shiny GX Box, wenn ich sie finden sollte. Da! Heute wird eine Ultra Shiny GX Box nochmal geöffnet. Die letzte Box, die wir hatten, hatte ein Bad Boy drauf, den ich unbedingt ziehen wollte und ziehen bzw. gezogen habe. Unsere Mission jetzt ist es nur noch, eine Goldkarte zu ziehen. Wir haben ja die Chance, 7 Goldkarten zu ziehen. Die Kapus. Dann haben wir halt noch die Chance auf Solgaleo, Lunala und Necrozma. Wunderbare Edition. Wir öffnen sie. Lasst nochmal ein Däumchen nach oben da, Leute. Und Hashtag Gold in die Kommentare für weitere Gold-Openings. Damit ich sehen kann, okay, die Jungs haben Bock. Und Mädels natürlich. Wir klappen das Display auf, wenn ich es wieder hinbekomme. So, zack. Da habt ihr es. Letztens war ganz unten das beste Pack. Mal gucken, ob wir heute mit dem ersten Pack ebenfalls Glück haben werden. Wir schauen mal. Da haben wir es. Die wunderbaren Karten, die da drauf sind. Glurak, Rekwasa, den können wir jetzt ausknipsen, mehr oder weniger. Aber Glurak, puh, das wäre nice. Glurak zu ziehen, meine Damen und Herren, das wäre Sahne. Jedem Pack eine GX. Und wie gesagt, die Backstreet Boys starten dieses Opening. Und wir haben ein Bisasam. Ein Venikrow. Eine Prisma-Karte gleich. Mit der Hitzemanufaktur, wenn ich mir nicht recht irre. Okay, das heißt, die erste Prisma voll. Die erste Holo mit Manaphy und eine GX mit Wolverock. Ich habe so kleine Vietnam-Flashbacks gerade, weil Wolverock war, glaube ich, auch die erste GX, die wir vorhin gezogen haben, ne? Ah, es könnte sein, dass wir das gleiche wieder haben. Aber wenn wir das gleiche nochmal bekommen sollten. Nochmal ein Rayquaza, ein Shiny. Da wäre ich nicht von abgeneigt. Froakie, Cosmovium. Da haben wir hier ein. Ich bin mir gerade absolut nicht sicher, Leute. Ich bin gerade textsicher wie des Todes. Könnt ihr in die Kommentare reinschreiben? Komm mal, Dutan. Aber mir fällt der Name gerade einfach nicht ein. Ich bin gerade total brain off. Reshiram in der alternativen Form haben wir. Obwohl, jetzt will ich es wissen. Jetzt will ich es wissen, ey. Ich will es jetzt wissen. Tag das. Kreislaus, Reißaus war es. Mein Gott, Alter. Wie konnte ich das vergessen? Wie konnte ich das vergessen, ey? Das ist jetzt. Das ist schon ein bisschen peinlich, ne? Also. Eieiei. Aber, mein Gott. Mir ist es dann doch wieder ins Gedächtnis gesprungen, mehr oder weniger. Aber schon mal ein Reshiram alternatives Artwork. Das ist schon sehr stark. Wir haben ein Kapuno. Ein Schneckenmark. Dann war eine Energie. Ein Xerneas Holo. Okay. Nochmal ein Circuitry Holo. Und ein Mosquito. Der Superman fliegt nach oben. Sehr stark. Okay. Okay, okay, okay. Dann haben wir einen Galadio noch. Der mehr oder weniger ein bisschen badass ist und zum Aufzug zeigt. So. Bitch, nimm den Aufzug. Ich nehme die Treppe. Man weiß es nicht. So, wir reißen das nächste Pack auf. Vielleicht mit der ersten Shiny-Karte jetzt. Wir haben ein Alola Vulpix. Da haben wir ein Sneebel. Tragosso, was der Goldkante, der trauert. Logok. Dann haben wir ein Zekrom und wieder ein Circuitry, aber diesmal in der GX-Version. Sehr schön, sehr schön. Ah, ich glaube, das Pack macht's wieder spannend. Wir haben hier einen schönen Berg. Vipites und Gladioid. Fünftes Pack, das ist jetzt die Mitte. Das wäre die Mitte. Bei der Mitte kann so langsam. Komm, wir machen nochmal ein Skip-Pack, Leute. Ihr seht als erstes, was hier drin ist. Ich sehe es nicht. Und ihr könnt entscheiden, was. Ja, was wir ziehen werden. Also, ne, ihr seht als erstes. Ich sehe nix. Okay, ich sehe es doch. Ich habe schon zu früh hingeguckt. Mann! Wir haben jetzt hier ein Ultra-Necrozma gezogen. Schittelt! Mann! Soviel zum Thema, ne? Verdammt, Alter! Ich habe schon hingeguckt. Ich habe gedacht, ich wäre schon durch. Aber es ist eine schöne Karte. Vielleicht haben wir ja noch was dahinter. Eine schöne Shiny-Karte oder sowas. Vielleicht habe ich die ja schon übersehen. Jawoll! Als hätte ich es gecallt! Als hätte ich es gecallt! Ein Riolu Shiny! Passend zum Lucario, was wir vor Wochen gezogen haben. Lit! Schönes Artwork. Wunderschönes Artwork. Dahinter noch ein Necrozma und Schlinking. Oh, eine schöne Shiny Rare. Aber da hat das auch geklappt mit dem No-Look-Pack. Ihr habt als erstes gesehen.
Und ich war schon voll traumatisiert, dass das Pack nicht funktioniert hatte. Oh, ich liebe diese Packs, Leute. Also, falls ihr, wie gesagt, noch mehr Pack-Openings von Ultra Shiny Jacks sehen wollt, gerne mich noch oben da lassen, Leute. Magnesium. Altaria. Leider nur. Eine normale GX-Karte. Schade, schade. Armigento ist nicht das, was wir wollen. Aber ein Rasenmäher von Rotom. Der war nice. Der wäre sehr nice. Wie viele Packs haben wir noch? Ich muss mal ein bisschen gucken hier. Okay, wir haben noch 4 Packs. 4 Packs haben wir noch. Komm schon. Diesmal ein No-Reaction-Pack. Ein No-Reaction-Pack. Bei der Chance auf eine geile Shiny oder halt Goldkarte. Ich zieh's durch. Finks. Wabu. Knackse. Hooper. Dianzi-Prisma. Nehme ich! Capu Fala in der GX-Version. Ist immer noch eine teure Karte. Ist immer noch eine teure Karte. Da musste ich mich ein wenig auch zurückhalten tatsächlich, dass ich da nicht allzu outrage. Aber okay. 3 Stück haben wir noch. 3 Stück. Wir schauen einfach mal, was hier drin ist. Ne? Ist der gute... Oh, der David ist heute da. Hallo, David. Willst du hier... Willst du mal gucken, was hier drin ist? Du darfst gucken. Komm. Du darfst alles nehmen. Dann kannst du gucken, was da drin ist. Irgendwas, was ich nicht lesen kann. Ja, das ist egal. Es kommt drauf an. Glitzert da irgendwas schön oder ja, so? Ja, hier glitzert was. Hier. Ein Vogel. Oh, jawoll! Ja, du hast die seltenste Karte gezogen, die da drin war. Geil. Ja, Leute, Arctos Shiny. David hat's... Hier glitzert noch viel mehr. Guck mal hier, noch mehr. Ja, hier, das ist... Ja, krass, aber Arctos Shiny, das ist... Hast du schon gut gemacht. Also, ne, du könntest direkt bei mir anfangen, wenn du Bock hast. Gut, dass ich das Ganze hier mache, ne? Ich glaube, so rum ist besser, ja? Aber, Leute, das ist schon mal... Ja, noch... Das nehmen wir mit. Ja, wird ja gleich aufgeräumt, Mensch. Das ist doch nur fürs Video. Ja, das ist eine wunderschöne Karte, die auch, ich sag mal, gerne in so einen Ordner reinlandet. Also hier sind schon die anderen Karten, die ich alle gezogen bekommen, was auch immer. Also... Ja, alles japanisch. Japanisch, die sind immer einen Schritt voraus und allgemein auch von der Qualität her besser. Und günstiger. Und günstiger. Also alles, was man haben will. Gucken wir mal. Alter, das läuft ja wie am Schnürchen, ey. Wir haben noch eine Shiny-Karte gezogen. Diesmal Kirlia. Kirlia Shiny. Sieht auch sehr, sehr elegant aus. Also die komplette Traster von mir ist ebenfalls in den Set-Runde. Sehr stark. Holy shit, ey. Also nochmal zu Arctos, jetzt wo David weg ist. Ist ein grandioses Artwork. Kann man sagen, was man will. Ist halt leider nur ein bisschen heller. Also ist jetzt nicht das krasseste Shiny. Tatsächlich. Aber ist trotzdem sehr, sehr schönes Artwork. Ne? Also nimmt man trotzdem an sich. Hier Kirlia, wie gesagt. Ja doch, ist schön. Also wie gesagt, man hat ja mehrere Karten, die halt Shiny sein können. Und da finde ich Kirlia besser als jetzt irgendwie so ein Type 0 oder sowas. Von daher sehr, sehr stark. Wir haben noch ein Glaceon GX. Also wir haben immer noch die... GX hier drin, die ganz normal dabei ist. Also, auch mit Capu Fala haben wir bisher sehr guten Fang gemacht. Also, das Display ist sehr stark. Und wir haben noch ein Pack drin, wo immer noch eine alternative Full Art oder ähnliches drin sein kann, die gut was wert sein könnte. Von daher hoffen wir einfach mal auf das gute letzte Pack. Wir haben ein Sneeble. Wir haben ein Amphitze. Ein Domizel. Raikou Holo. Mosquito Holo. Ah, leider nur ein Amphitze. Oh, GX. Aber, Leute. Das Finale von Hashtag Gold ist durch. Wir sind durch. Wir haben es geschafft. Ich bin mehr als zufrieden. Mehr als zufrieden. Wir haben aus 4 großen Boxen, eine kleine Box, super viel rausgeholt. Wir haben eine Rainbow gezogen. Wir haben geile Shiny-Karten gezogen. Wenn nicht sogar mit einer der geilsten überhaupt mit Rayquaza. Wir haben Riolu gezogen, was ich jetzt als Playset habe, mehr oder weniger. Was heißt Playset? Aber wo ich jetzt die komplette Entwicklung habe mit Lucario. Wir haben Arctos gezogen, wir haben Kirlia gezogen. Also das sind Karten, die ich sehr gerne mitnehme. Wir haben Capu Fala gezogen, wir haben unzählige Prisma und GX gezogen. Also Leute, Hashtag Gold ist damit durch.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden auf jeden Fall des Öfteren sowas machen, wenn ihr auch Bock habt. Vielleicht nicht sofort erst nächste Woche oder sowas. Da geht nämlich Tag Team los, da habe ich Bock drauf. Freut euch drauf. Der Kanal wird auf jeden Fall laufen des Todes. Gönnt euch den Merch-Shop, Link in der Videobeschreibung. Ne? From Zero to Hero, from Hero to Zero, wie ihr es immer lesen wollt. Gönnt euch, ist sneaky. Ich bin raus, werde jetzt erstmal Mittagessen gehen, nachdem ich 5 Videos aufgenommen habe. Ich bin wirklich fertig. Und ich wünsche euch was, Leute. Viel Spaß, macht's gut, bis nächstes Mal. Und ciao.